Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in den Level Challenges und haben die Aufgabe bei dieser 2-Sterne-Herausforderung. Da gab es nur zwei. Wir dürfen nicht mehr als 10 Passing-Yards zulassen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir eine Interception in diesem Drive schaffen. An der 25-Yard-Linie stehen die New York Giants. Sie liegen mit 4 Punkten hinten im 4. Quarter. Das heißt, es wird auf jeden Fall, sollte es dazu kommen, auch zu ausgespielten 4. Versuchen kommen. So, dann gehen wir mal in eine Cover 4 Drop Defense hinein. Also viele Defensive Backs. Manning als Quarterback. Da ist der Druck. So, 3 Yards haben die Giants hier erworfen. Und das ist ein Fumble. Bups, da ist der Ball weg. Byron Jones nimmt den Ball auf. Und läuft mal eben zum Punt Return Touchdown in die Endzone der New York Giants hinein. Damit ist die Challenge leider, ja, 2 Sterne geholt, aber keinen Bonusstern, und den hätten wir ja schon ganz gerne. Also spielen wir den ganzen Spaß ein weiteres Mal. So. Was ist denn das? So. Ba-ba-ba-bam. Cover 6 Invert. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Und wieder ein Fumble. Diesmal ist es Mel Renfro. Komm, weil es so schön ist, erzielen wir noch einen Fumble Return Touchdown. Und das Schöne ist, das zählt alles nicht. Weil wir ja eine Interception schaffen müssen. Jungs, ihr solltet weniger hart tacklen, mehr fangen. So, gehen wir mal in eine Cover 3 Hard Flat hinein. Erster und 10 an der 25. Manning wirft, und da ist die Interception. Sean Lee macht sich jetzt auf den langen Weg Richtung Endzone der Giants. Und hat es geschafft. Also gleich ein Kick auf einen Interception Return Touchdown. Das war immer eine lustige Challenge. Die Challenge der Ballverluste. 1, 2, 3. Maximum Stars, alles geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.